So, den Ofen auf 185 Grad vorbeheizen und den Kolben ordentlich massieren. Dann kriegst du auch richtig schöne Steckrübenpommes, Alter. Oh, hi! Ja, ich war länger nicht in der Küche, Alter. Sorry, ich wollte jetzt mal richtig kochen lernen. Jetzt langsam werde ich wach. Herzlich willkommen zurück zu Cooking Simulator. Wir waren länger nicht in der Küche, deswegen habe ich mir hier ein paar Kochtipps geholt. Wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr es Link in der Beschreibung. Mori, kochen. Hashtag Werbung! So, achso, ich muss mir ja noch mein Kochkleidchen hier anziehen, du, ne? Boah, Alter, wie geht das denn zu, ey? Oh, geh doch da rein, Alter, ins Loch. Oh, so. Ja, jetzt haben wir es. So. So. Restaurant ist jetzt geöffnet. Sind wir just in time, Alter. Oh, scheiße, ich muss nochmal die Kamera transformieren. Die ist nämlich noch von Visage auf der anderen Seite. So. Ah, jetzt sind wir richtig. Gut, herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Hier wird gekocht, Alter. Gucken wir mal, was, wie geht denn das hier noch? Die Borscht, die hatten wir doch noch irgendwo. Hier war doch irgendwo noch rote Beete, Alter. Können wir einfach sagen, wir kochen das nicht? Ich mache erstmal einen ruhigen. Ich mache erstmal Radio an, Alter. So. Mein Hut. Übrigens hatte der Spandauer Hardbass, also die slawische Popmusik, jetzt 1 Million Streams auf Spotify, Alter. Mademoiselle. Das hier ist mein Favorit. Wie geht denn dieser Mixer eigentlich? Da kann man doch bestimmt einfach Sachen reintun. Das wollen wir mal eben ausprobieren. Zwiebel, Karotte, Petersilie, rote Beete. Abfahrt. Bin ich mal gespannt, wie der Blender gleich funktioniert. Ob der auch blendend ist. So, jetzt haltst du deinen Schnauzen. Ehre. Jetzt tun wir erstmal alles in den Blender hier, also rauf hier auf die Maus. Und on. Hä, wo ist denn das? Willst du mir jetzt sagen, dass die ganze Scheiße rausgeflogen ist? Oh, Mann. Ja, heben wir alles auf. Weißt du, gehst du da hin zum Blender, ist da nur noch die scheiß Karotte drin. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Scheiße. So, und Abfahrt. Geil. Geile Suppe, Alter. Sieht ein bisschen dirty aus. Schnell einen Topf. Die Hälfte daneben gemacht, ey. Scheiße. Ja, gut, ist eine kleine Suppe. So, und... Das Gute ist, das ist halt eine Gourmet-Suppe, weißt du, wie ich meine? Die Suppe kriegt nicht jeder. So, das ist nämlich nur 83 Milliliter plus minus Dings. Oh, ist alles drin. Guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht besser aus als jede andere Suppe, die wir jemals serviert haben. Wir setzen hier neue Trends. Wenn das nicht gut ankommt, dann weiß ich auch nicht. Ja, kam jetzt nicht so gut an. Temperatur war aber perfekt. Oh, ich habe die Hühnerbouillon vergessen. Die Hühnerbouillon. Der Restaurantkritiker ist dabei zu bestellen. Der braucht mal wieder so einen schönen, schöne Forelle. Das haben wir schon 100 Mal gemacht. Also das kriegen wir easy hin. Gib mal die Forelle. Alles auf die Schnelle. So, die sollten wir eigentlich nur ein bisschen würzen. Rauf auf den Lachs hier. Jetzt hat die Forelle genug. Wo ist der Thymian? Vor allem, der sagt hier, oh, lass den nicht so lange warten, Alter. Ja, guter Lachs braucht seine Zeit, auch wenn es eine Forelle ist. Der Fisch verbrennt, der Fisch verbrennt. Der Fisch ist gut. Das Blech kann ich nehmen, so. Das Blech kann ich nehmen, aber nicht den Fisch. Ich verbrenne mir trotzdem die Pfoten an dem Scheiß, weißt du, wie ich meine? Aber das ist den Leuten egal. Oh, Scheiße. Oh, lol, das ist drauf geblieben. Was für ein Ehrenfisch. Schön die Zitronenforelle weggebracht, Alter. Oh! Boom! Den haben wir weggemacht, den haben wir geholt. Ehre, Ehre, Ehre. Schöne Forelle mit Zitrone, armer Koyon. Banane, Zitrone, an der Ecke steht ein Mann. Banane, Zitrone, schau mal, was der Kalle kann. Banane, Zitrone, das Bierchen ist schon leer. Banane, Zitrone, bring mal schnell Neues her. Banane, Zitrone, neue Ruhmesstufe. Pop! Up the Jam. Alter, ich bin heute so aufgedreht, ne? Die ganzen letzten Tage nur WoW für die Horde geballert, Alter. Und jetzt hier mal wieder in der Küche, ey. Und nochmal belohnt. Ich sag's, wie es ist. Schweinekartoffeln mit Bratkartoffeln, Amena. Ah, ne, Schweinekotelett. Nimm Schweinekotelett 200 Gramm. Das packen wir mal hier schön auf die Fläche. Würzen mit Salz, schwarzer Pfeffer und Thymian. Zu einer Pfanne hinzufügen, Sonnenblumenöl. 30 Milliliter. Oh, shit. Da war jetzt ein bisschen zu viel.
Machen wir später weg. Lieber das Kotelett her. Das können wir auch nochmal hier so reinmanschen. So schön, so von jeder Seite. Oh ja, das wird schön mit Öl paniert. Und dann rein ins Öl. Brutzelt das schon? Ja, sehr gut. Schneide Kartoffeln 300 Gramm in Stücke. Natürlich will das Auge mitessen, aber ganz ehrlich, wir sind froh, wenn wir hier fertig werden. Oh, guck mal, das sind doch schmackhafte Portionen hier, ey. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ehre. Absolute Giga-Ehre. Oh, das, wie ist das denn passiert? Warum ist das so schwarz, Alter? Schnell kurz runter. Wo ist mein Pfannenwender, Alter? Wo hab ich den denn? Ach, da unten. So, ab in den Ofen mit die Oh, shit, das müssen wir runter. Müssen wir runter. Gefallen, warte mal. Drei Stücken Kartoffeln auf dem Boden. Oh, scheiße. So, das ist im Backofen, da ist das sowieso so eine Sache, das verbackt sich. Das geht weg, die Bakterien werden abgebacken. Das ist doch ganz klar. Du machst da jetzt mal nicht so einen Stress hier. Ich habe ja alles im Griff. Der Sterne-Koch-Kritiker hat mich gelobt. Oh, scheiße! Muss ich mich ganz langsam umdrehen oder was? Und jetzt nach vorne und dann rein in die Röhre. Wie im Schlafzimmer, weißt du, wie ich mein? I'm in love with the Kotelett. So, das haben wir gleich. Schweinekotelett ist gleich ready, Alter. Die Bratkartoffeln, die sehen auch schon richtig gebraten aus, ey. Unnormal, mir lohnt. Vor allem, das sind Bratkartoffeln und ich soll die backen. Wie macht ihr denn Bratkartoffeln? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Tut ihr eure Bratkartoffeln in den Ofen oder in die Pfanne? Oder in die Mikrowelle, Alter. Hab auch schon gesehen. Guck mal, was da für eine Suppe drin schwimmt, ne? Wahrscheinlich würde er jetzt sagen, zu fertig gebraten oder so. So. Oh, das ist jetzt hier die Stunde der Wahrheit. Oh mein Gott. Wer wird das Rennen machen? Welches Stück hat... Oh mein Gott. Amena! Oh! Mal hier. Oh! Ich bin ein richtiger Babo, Alter. Oh, das sieht aber auch lecker aus. Egal, weg damit. Gib mir das Geld. Ja, es ist schon in Ordnung. Ich meine, ich bin schon ein 1-Sterne-Koch. Was hat er gesagt? Zu viel Salz auf den Bratkartoffeln? Aha. Schlechte Schneidetechnik, Hitzefehler. Hitzefehler. Weißt du, sitzt du so in einem scheiß Restaurant, Alter, bestellst dir ein Kotelett mit Bratkartoffeln und snackst da so, schneidest da so deine Bratkartoffeln und dippst da nochmal so in der Soße von dem Kotelett und dann... Oh! Oh! Herr Ober! Herr Ober! Haben sie das nicht gemerkt, als sie den Teller aus der Küche geholt haben? Die haben eindeutigen Hitzefehler, die Scheißdinger. Das muss man doch mal sehen. Wieder rast über YouTube, Blatt. Ja, nicht bla bla bla. Zuckerblatt. Ich zahle hier mein Geld, Steuern, alles. Negativ. Ich will hier Bratkartoffeln ohne Hitzefehler. So. Ananis, Chorta. Na, du mich auch. Говно собачье. Засранец вонючий. Hat aber recht. Jetzt müssen wir aber natürlich immer an den Computer ran und gucken, ob wir Neues lernen können. Wir haben ja natürlich jetzt hier schon wieder einiges. Ja, wir haben hier wieder Punkte ohne Ende. Neue Rezepte braucht das Land. Pommes? Pommes. Gegrilltes Thunfischsteak, da sehe ich mich auch. Was ist das? Oh, das ist mein Ding, mein Stern. Geil. Steht da mein Name drauf? Da steht nicht mal Kuschinski? Wo stellen wir denn hier mal unseren Star hin? Kann ich den gegen die Dartscheibe werfen? Nee. So, also so wie ich mich hier in meiner Küche benehme und wie ich die Zutaten behandle, ist auch kein Wunder, dass ich ein Sternekoch bin. Jetzt sag ich mal ehrlich. Ausgaben 27, Einnahmen der Mahlzeiten 82 Dollar, Einnahmen Trinkgeld ist unnormal mir lohnt, 69 Euro. Es ist perfekt. Wähle deine Fähigkeiten. Ich kann auf jeden Fall drei Fähigkeitspunkte jetzt nochmal ausarbeiten. Gäste zahlen 10 mehr für ihre Bestellung, ohne die Punktzahl zu beeinflussen. Ehrenamenakoyon. So. 30% auf alles. Außer Tiernahrung. Weißt du, wie ich meine? Tag 6. Oh, was ist das? Ein Zauberstab? Hokus Pokus. Wie mache ich Hokus Pokus? Was ist denn Hokus Pokus, Alter? Hä? Ja, wenn ihr mal wisst, was man mit diesem Zauberstab machen kann, genau. Oder wie ich den benutzen soll. Hier unten rein, da. Genau hier. Genau da will ich sehen. In den Kommentaren. Oh, wir sollen Pommes machen. Pommes! Nimm ein Steak, 220 Gramm Gewürze mit schwarzem Pfeffer und Salz. So, wo sind die Steaks, Alter? Da unten. Oh, die Soße, die müssen wir raus, ne? Die muss mal eben weg. So, danke. Gut. Schneide Kartoffeln in Stäbchen. Lol, ich muss die Pommes wirklich selber schneiden. Ey, wie geil ist das denn? Das ist ja auch nochmal melont. Wie mache ich das denn? So irgendwie? Ey! So? So? Alter, das sind astreine Pommes. Ey! Ey! Oh, sag mal! Alter, das gibt's ja wohl nicht! Ich werd sauer! Ich kann auch nicht festhalten.
Ich kann das nicht schneiden. Egal wie es. Ich kann dieses Stück Scheiße nicht schneiden. Guck mal, ist der, wo ist das hin? Ich flippe hier komplett aus. Wir verbrauchen hier den ganzen Tag für ein paar Pommes. Alter, diese Pommes, die machen mich richtig wütend. Jetzt weiß ich auch, warum Gewitter im Kopf das als Schimpfwort benutzt. Also wirklich. Wo ist denn hier mein Frittierkorb? Muss ich ihn jetzt noch kaufen, Alter? Frittierkorb. Zack, kauf. Rein da in die Palette. So. Oh. So, hier ist da schon wieder was runtergefallen. Ist mir jetzt alles egal. Wenn wir uns die Pommes mal angucken, die sieht astrein aus. Da würde ich sagen, das ist eine Pommes. Beeil dich. Scheiße, wir sind halt voll drüber schon, ne? Ist hier noch irgendwas Brauchbares auf dem Boden? Ja, das könnte man auch als Pommes benutzen. Schnell, schnell, schnell. So, auf die Pommes. Oh, ich krieg einen Cock. Ich brauche auf jeden Fall die Fähigkeit, dass ich heiße Sachen anfassen kann. Das ist ja richtig unbelohnt hier. Das sieht auch ganz gut aus. Ich würde das essen. Auch wenn es zu spät kommt. Sorry, Alter. Mussten leider das Steak noch schlachten. Eieiei. Aber wenigstens nichts verloren. Nichts verloren. Kein Trinkgeld. Hitzefehler. Du kannst mich am Arsch lecken. So, Tomatensuppe haben wir noch von vor 3 Wochen. Die sieht noch ganz gut aus. Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit sparen. So, nimm hin. Mal sehen, ob die noch schmeckt. Die ist astrein. Die steht da seit einem Monat auf dem Tisch. Ehre. Da gibt sogar 3 Teller Trinkgeld. 3 Euro. So. Vor allem, der bezahlt 28 Euro. Ehre.